aus der Gefährliche aus. Wie geht's dir in der Quarantäne? Ja, du siehst, der Bart wächst, die Haare wachsen, alles wächst hier. Wie geht's dir? Geht's dir gut? Ja, gut, sehr gut. Und dir? Du, bei uns alles bestens. Ich habe gleich mal eine erste Frage. Ich habe dieses verrückte Video von dir gesehen, als du gestern oder vorgestern in den Schnee gesprungen bist. Hast du eine Wette verloren oder machst du das jeden Tag morgens? Ja, immer vorm Frühstück kurz im Schnee rein und ja. Das ist perfekt zum Aufwecken. War es relativ kalt, oder? Ja, sehr kalt, ja. Ja, es war die letzten 2, 3 Tage war -12. Deshalb nicht gerade angenehm, aber ist ein bisschen komisch hier, weil ein Tag ist -10, dann ist wieder +10 und ist schwierig zu verstehen hier das Klima. Viele denken vielleicht, du bist in Südtirol. Nein, du bist in Colorado, bist du richtig? Erzähl mal genau, wo du bist. Ja, die Stadt heißt Boulder, das ist eine halbe Stunde von Denver. Und ja, ist eigentlich eine kleine Stadt, 100.000 Einwohner. Wir leben jetzt zwar 20 Minuten außerhalb von der Stadt, auf dem Berg. Deshalb, ja, bisschen weg von allen. Deshalb, ja, ist eigentlich sehr, sehr ruhig hier. Du lebst mit deiner Frau und eurer kleinen Tochter. Wer kam denn auf die Idee, nach Colorado zu gehen? Ja, mehr sie als ich. Okay. Also ihr gefällt es da richtig gut. Nee, sie hat hier mal im Sommer gearbeitet auf einer Ranch für 3 Monate. Und ich bin dann ja sie besuchen gekommen ein paar Mal. Wir haben dann so eine Tour gemacht mit dem Auto und alles. Und ja, uns hat es sehr gut gefallen. Und es war dann, ja, irgendwie am Ende sind wir dann ein paar Monate hier geblieben im Winter und dann Haus gekauft und ging alles ziemlich schnell. Wie ist denn aktuell die Situation bei euch? Darfst du trainieren oder kannst du trainieren oder magst du im Moment gar nicht trainieren? Ja, die haben zwar alle Plätze jetzt eigentlich zugesperrt. Es sind zwar noch ein paar Privatplätze, wo man spielen gehen kann. Ich gehe dann so zweimal die Woche ein bisschen spielen, um mich fit zu halten. Aber sonst ist eigentlich auch hier alles relativ zu. Kann zwar nicht viel machen, aber ja, man muss sich trotzdem ein bisschen fit halten, bisschen ja, Konditionstraining zu Hause, Krafttraining, aber ja, nicht gerade so richtig viel, sagen wir so. Aber du bist ziemlich entspannt, also du fühlst dich wohl mit der Family und mal ein bisschen Abstand. Das ist für dich ist die Situation im Moment den Umständen entsprechend okay. Ja, letztendlich war natürlich auch, für mich ist natürlich auch ja, sehr interessant, die ersten Monate mit Frau und Kind zu verbringen und zu sehen, wie die Tochter wächst und alles. Und jetzt, heute ist sie gerade 2 Monate geworden und ist natürlich, ja, für mich optimal, zurzeit auch zu Hause zu sein und, ja, meiner Frau auch zu helfen ein bisschen. Grüß dich ganz lieb von uns übrigens. Also du, wir leihen dich nur 20 Minuten aus. Danach darfst du am Familienleben wieder teilnehmen. Also vielen, vielen Dank auch an die Michaela. Und wir fragen alle Gäste hier immer, wie sie grundsätzlich zum Tennis gekommen sind. Also wir haben Geschichten gehört von Marat Safin, auch von Boris Becker, Nicolas Massu. Wie war es denn bei dir? Wann hast du angefangen, Tennis zu spielen und warum? Ich habe mit 7 Jahren angefangen und es war eigentlich mehr als Zufall, weil mein Vater oder meine Mutter, keiner spielte Tennis. Deshalb, wir waren zwar oft oder meistens auf dem Sportplatz und da war eben Fußballplatz, Eishockeyplatz, Volleyplatz und die hatten dann auch Tennisplätze und einer meiner besten Freunde, mein Nachbar, der ist praktisch nur 2 Monate älter als ich, der hatte dann angefangen mit dem Tennis und dann wollte ich unbedingt auch Tennis spielen und ja, das hat dann irgendwie so als Zufall angefangen. Also seitdem ich dich kenne, hast du immer den gleichen Trainer, den Massimo Sartori. Wann hast du den kennengelernt? Und ja, es ist ja außergewöhnlich, dass man die ganze Karriere über eigentlich nur mit einem Trainer arbeitet. Erzähl mal da was dazu. Ja, sicher. Das sieht man sicher nicht oft auf der Tour, dass ein Spieler von Anfang bis zum Ende mit dem gleichen Coach eben
zusammen ist. Und ja, er ist praktisch 2000, nee, 1900, wann war das? 91 eben nach Kaltern gekommen. Da warst du 6 oder Und 7 Jahre, je nachdem. Genau. nee, genau, später. Ich hab schon angefangen, ich war 10. Ich war 10 Ah, okay. und er ist dann Ja. nach Kaltern gekommen. Er hat dort so Clubmatches gespielt, praktisch, für ein Jahr. Und dann hat eben der Präsident vom Club ihm gefragt, ob er ja hierher Trainer machen kommen möchte auch. Und er ist eben dann das Jahr danach nach Kaltern gekommen und seitdem ja sind wir praktisch zusammen und deshalb ja über 20 Jahren schon. Also ich kenne die Geschichte noch von Michael Juschny und dem Boris, die waren, glaube ich, die ganze Karriere über. Ja, genau. Wie war das bei dir? Ist das blindes Vertrauen oder gab es auch manchmal so Phasen, wo du dir vielleicht auch mal gedacht hast, wie wäre es, mit wem anders zu arbeiten? Hattest du die Gedanken oder hattest du die eigentlich gar nicht? Ja, wir nach ein paar Jahren auf der Tour sind wir ja dann nach Monte Carlo, wo auch Riccardo Piatti war. Ja. Der hat zu der Zeit noch Djokovic trainiert und wir haben da ein bisschen mit ihm zusammengearbeitet und noch ein paar andere Coaches. Deshalb nicht, dass ich jetzt nur mit ihm zusammen trainiert habe. Er hat dann versucht auch ein paar andere Coaches ja nach der Meinung zu fragen und ein bisschen nach Hilfe. Deshalb, ich denke, das war auch sehr gut, um was zu lernen, weil für ihn war ich eigentlich ja der erste Spieler auf der Tour. Deshalb hat er nicht so viel Erfahrung gehabt und alles. Deshalb fand ich es gut, dass er versucht hat, da noch andere Coaches ein bisschen mit einzubringen und um sie zu fragen, ja, wie so das Leben auf der Tour ist und wie es funktioniert. Deshalb, das war eigentlich so, ja, noch die Hilfe nebenbei, aber nicht so richtig. Habe ich nie eigentlich gedacht, dass ich ja jetzt Coach wechseln würde oder will. Das war eigentlich so nie der richtige Fall. Massimo Sartori, unglaublicher, freundlicher, begeisterungsfähiger Typ, ist wahrscheinlich auch wichtig, wenn man so lange mit einem zusammenarbeitet. Aber du hast es gerade schon gesagt, Riccardo Piatti, eine absolute Trainerlegende. Was zeichnet den aus? Ja, ich finde, er hatte, ich meine, er war nie richtig ein Spieler. Er hat, ich glaube, schon mit 20 wollte er Coach machen oder so. Und er hat Ja. dann Renzo Furlan, Christian Brandi, Cristiano Carati, praktisch Ja. drei Spieler von null, praktisch unter die Top 100 gebracht. Und einer von den ersten, auch Camporese, hat dann noch mit ihm Ja. gearbeitet. Deshalb, ich glaube, der war einer der erfolgreichsten Trainer in Italien überhaupt. Deshalb, ja, um seine Meinung zu hören und wie er praktisch so das Tennis sieht, war wirklich sehr wichtig für mich, besonders in den jungen Jahren. Und dann, ja, jetzt die letzten Jahre, ich meine, hat er mit Djokovic, er hat dann auch Ljubicic genau noch Ja. von null auf Platz 3 gebracht. Und dann noch Djokovic trainiert, dann Coric, Gasquet. Ich meine, jetzt in letzter Zeit sehr viele Topstars. Deshalb, ja, ich denke, die Erfahrung, die er hat, ist natürlich auch sehr wichtig. Und jetzt natürlich für Jannik Sinner Ja. optimal. Den Janik hatten Ja. wir letzte Woche hier bei uns auch im Chat, war total sympathisch, hat uns auch die Karottengeschichte nochmal erzählt. Also Janik, wenn er uns zuhört, war super sympathisch. Ich habe mir ein paar Trainings letztes Jahr angeguckt bei deinem Heimturnier in Südtirol. Du warst letztes Jahr nicht gespielt, der Janik hat gespielt. Und ich habe mir ein paar Trainings angeguckt mit Riccardo Piatti. Das war beeindruckend, wie detailversessen der Piatti war, was die Bewegungen angeht und wie gut dieses Ja. Zusammenspiel der beiden war. Würdest du sagen, das ist so die Stärke, diese technische Perfektion? Ja, sicherlich auch. Er hat dann in seiner Academy auch praktisch eine Person, die nur Videoanalyse macht. Ja. Und er benutzt das sehr viel. Er benutzt das fast bei jedem Training. Und
Ich denke, besonders in den jungen Jahren ist das sehr wichtig, dass du gleich die richtige Technik lernst. Und dann kannst du, ja, sobald du anfängst, auf Turnier gehen oder auf die Tour zu gehen, nur auf die Matches konzentrieren und ja, nicht an Technik oder sonst was so richtig arbeiten, weil du ja schon von klein auf gut aufwächst. Deshalb, ich denke, umso früher du das machst, umso besser ist es. Und ich denke, das ist auch eine von seinen Stärken in der Academy, dass er das sehr gut macht. Wie ist dein Verhältnis zu Jannik Sinner? Also ich habe so ein bisschen beobachtet auf Turnieren, ich habe so ein bisschen das Gefühl, wie wenn du so eine Art Mentorenrolle einnimmst. Also wie würdest es du beschreiben? Also ich fand euer Verhältnis, also ich weiß gar nicht, wie großer Bruder, kleiner Bruder, so ein bisschen von außen betrachtet. Ja, ich meine, ich habe Janik das erste Mal gesehen, wenn er, glaube ich, 12 war oder so. Er ist Ja. da nach Grön eben zum Challenger gekommen, ein Match von mir zuzuschauen und eben der Alex Wittur, der ihm auch hilft, jetzt ein bisschen auf der Tour und alles mit ja, Management und anderen Sachen, der hat ihn mir da vorgestellt und ich habe dann ein paar Mal mit ihm gespielt und man konnte schon sehen, dass er wirklich sehr talentiert ist. Und dann ist er mit 14 eben zur Academy von Ricardo gekommen. Und ich habe ihm dann, ja, ab und zu im Winter, wenn ich dort war, für die Offseason trainieren gesehen. Und man sieht, dass er wirklich, wirklich sehr konzentriert ist und sehr Fokus auf das, was er macht. Und ich fand das schon mit 14, 15 wirklich sehr beeindruckend, dass ein, ja, so junger Bursche, dass so wirklich nur auf Tennis und nur fixiert ist. Und ja, ich habe dann jetzt in den letzten Jahren so nicht richtig seine Entwicklung gesehen, aber ich habe dann vor Monte Carlo letztes Jahr zweimal mit ihm trainiert und ich war ja wirklich überrascht, wie schnell er gelernt hat, wie, ja, wie schnell er gewachsen ist und alles. Und ja, jetzt kann man ja selber sehen, wie gut er spielt. Deshalb, ich glaube, das letzte Jahr, besonders wie er sich entwickelt hat, war unglaublich. Anni, ist die Geschichte richtig, dass du in Rom auf deine Wildcard verzichtet hast, damit Jannik sie bekommt? Oder habe ich das falsch in Erinnerung? Nee, es war praktisch, ich hatte Wildcard, aber ich war eben noch, ich glaube, zwei oder drei draußen vom Draw und ich bin dann in letzter Sekunde reingerutscht und dann hat er meine Wildcard bekommen praktisch. Ah, okay. Na, passt, das hatte ich mir noch in Erinnerung. Du, super, vielen Dank für die Ausflüge. Jetzt kommen wir zu deiner Karriere. Drei Titel gewonnen, auf drei unterschiedlichen Belägen. Du weißt wahrscheinlich noch alle drei Titel. Welcher sticht für dich raus? Was ist dein Lieblingstitel? Ja, ich denke, der erste in Eastbourne auf Gras, was ich ja, erste Titel ist immer was Besonderes und dann war es noch das erste Italiener auf Rasen, glaube ich, Ja, ja, genau. sicher was Spezielles. Dann hast Belgrad 2012 gewonnen auf Sandplatz und Moskau 2012 auf Hartplatz. Du hast auf allen Belägen gut gespielt, hast auch noch sieben Finals, auf jedem Belag auch eins, auch zwei Rasenfinals. Wo hast du eigentlich am liebsten gespielt? Sand, Hartplatz oder Rasen? Ich muss sagen, die ersten Jahren auf der Tour fühlte ich mich fast besser auf Sand, weil letztendlich, wir sind alle auf Sand aufgewachsen, auch wenn mein Spiel jetzt nicht so richtig Sandblattspieler ist, aber ich fand ja, dass ich irgendwie meine besten Resultate immer auf Sand hatte. Und jetzt die letzten, keine Ahnung, 5, 6 Jahren auf Sand wirklich gar nichts. Deshalb, fühle ich mich eigentlich viel besser auf Hartplatz, muss ich sagen. Aber sonst mein Lieblingsbelag ist Rasen ohne Zweifel. Ist einfach, ja, ist einfach so geil zu spielen auf Rasen. Und da natürlich hatte ich auch gute Resultate und schöne Erfolge. Das hilft, aber ja, ich denke, Rasen ist trotzdem der beste Belag. 2013 warst du die Nummer 18 in der Weltrangliste, Top 20 Spieler, sensationell, Wahnsinn. Wann hast du gespürt, dass du ein Top-Top-Spieler, ein Weltklasse-Spieler werden kannst? War das mit 16, war das mit 18? Wann würdest du sagen, dass das so, wie waren da die Schritte? Ich denke so
nach der Oberschule mit 18, wo ich dann richtig ins Turniergeschehen eingesprungen bin, sagen wir mal so. Und ich hatte da dann auch sehr gute Siege über Top 100 Spieler und in Challengers und so. Und ich fand da habe ich wirklich daran geglaubt, dass ich eine Chance habe, eine gute Tenniskarriere zu machen und glücklich, dass es dann geklappt hat. Was würdest du als deine Stärken bezeichnen? Warum warst du so viele Jahre so erfolgreich? Gute Frage. Ja, ich würde jetzt nicht sagen, dass ich jetzt so das größte Talent habe, aber ich war sicher immer einer, der was sehr hart gearbeitet hat und immer an sich geglaubt hat. Und ich hatte dann auch wirklich fast keine Verletzungen, die was mich da ein bisschen zurückgeschmissen haben oder so. Ich war eigentlich immer konstant auf der Tour, deshalb, das hilft natürlich auch, da keine Rückschläge zu haben. Und ich denke, vielleicht die harte Arbeit ist das, was mir am meisten geholfen hat. Du hast es gesagt, unglaublich konstant. Du warst Australian Open, warst du viermal im Achtelfinale, French Open Achtelfinale, Wimbledon Achtelfinale, US Open dreimal dritte Runde. Du hast aber nie ein Viertelfinale erreicht auf dem Grand Slam Turnier. Ist richtig. Und was hat da gefehlt, um vielleicht mal in ein Halbfinale zu kommen? Ja, Oder ich warst du wirklich hätte jedes Mal happy, wenn Matchball. du im Achtelfinale warst? Nee, ich hatte schon Matchball im Achtelfinale gegen Ja. Kyrgios. Das Jahr, wo ich gegen Roger gewonnen habe. 2:0 Sätze gegen Kyrgios und Matchball gehabt und leider noch 9-7 im fünften verloren. Deshalb war es recht knapp vom Viertelfinale, sagen wir mal so. Und ich denke, ich hatte ein paar Mal die Chance, einmal gegen Jardine noch in Australien. Und einmal noch gegen Edmund, wo ich zweimal in vier Sätzen verloren habe, wo ich vielleicht ein bisschen mehr erwartet hätte. Aber ja, kann man nichts machen. Ich meine, ich habe es versucht und vielleicht klappt es ja noch. Wollte ich gerade sagen, vielleicht klappt es ja noch. Bisher jetzt, das Match gegen Kyrgios, das wäre das, was du gerne zurückhaben würdest. Also war das das, wo du sagst, da war ich so geiles Match, so gut gespielt und so nah dran gewesen? Ja, klar, das ist sicher ein Match, das sehr, sehr, sehr wehgetan hat für ein paar Monate. Aber ich hatte da meine Revanche 2 Jahre später, wo ich eben 2 zu 0 Sätzen zurücklag und Matchball und dann noch in fünf gewonnen habe. Aber leider war das nur zweite Runde. Aber ja. Aber was mir gerade total gut gefallen hat, weil es soll ja nicht zu kurz kommen, also natürlich, es besteht ja noch die Möglichkeit, dass du ein Viertelfinale erreichst. Körperlich geht es dir richtig gut. Also du bist ready, noch ein paar Jahre zu spielen. Ja, körperlich passt. Wie gesagt, ich muss da immer alle 6 Monate mal eine Spritze für die Hüfte machen. Die, was mich dann einen Monat kostet, muss ich zwar einen Monat pausieren, aber das hilft natürlich, um nachher wieder topfit zu sein. Und sonst eigentlich körperlich fühle ich mich gut. Klar, ich bin nicht mehr 20, aber mal schauen. Hast du mit deiner Frau schon mal geredet, wie es jetzt dann, wenn es in 3, 4 Monaten vielleicht wieder weitergeht, werdet ihr viel reisen, auch dann als Familie, also auch mit dem Kind? Oder denkst du, dass sie eher zu Hause bleiben und du dein Ding machst auf der Tour? Nee, sie möchte wirklich auch mich unterstützen und mitkommen. Und das finde ich natürlich cool. Und das einzige Problem ist dann halt, muss schauen, wie sich die Tochter auch benimmt und ob sie viel schreit oder weint oder mich schlafen lässt. Deshalb, das ist Na, das Problem Töchter sind super, da brauchst du dir keine Sorgen machen. Meine Tochter war auch viel dabei. dann. Beim Sohn war es dann ein bisschen schwieriger, aber die Tochter, das wird kein Problem werden. Nee, das würde natürlich für mich optimal sein, wenn sie die Chance hätten, mit mir mitzukommen und mich zu unterstützen. Das
Familie dabei zu haben, ist immer was Besonderes und Gutes. Deshalb, ja, Sie schauen, schreibt hier übrigens wie sich gerade, das entwickelt. Michaela schreibt übrigens hier gerade rein, ich bleibe sicher nicht zu Hause. Ich weiß nicht, ob du es gelesen hast. Finde ich super, dass du auch Ja, ich sehe zuschaust. es gerade, ja. Wenn du noch irgendeine Frage hast an deinen Mann, schreib es unten rein, ich kann sie ihm dann stellen, das ist gar kein Problem. Und Markus Bagdatis hat gefragt, wann du dich mal rasierst. Kannst auch gerne auf Englisch antworten, weil der Markus schaut uns auch zu hier. Yeah, Markus, I don't know. I'm still at home here. I don't have a shaver, so maybe it's gonna be a few more months. So I will send you a picture how it looks in a few months. Andi, magst du irgendwas zu deinen italienischen Fans sagen? Magst du noch kurz irgendwas, soll ich dich noch was fragen auf Italienisch? Oder magst du irgendwen grüßen, auch wenn es nur deine Frau ist hier im Chat? Nee, sie schaut gerade runter oben vom Zimmer und macht ein paar Zeichen. Ich Macht sie verstehe so, zwar nicht was, aber dass du hochkommen musst oder was, oder? ja, komm rauf. Genau. Stillen, stillen. Na, du, eine Frage habe ich noch, weil du hast immer sehr, sehr gut Doppel gespielt. Also zumindest habe ich grundsätzlich lieber mit dir gespielt als gegen dich. Hast Doppel, hat dir das so wahnsinnig viel Spaß gemacht oder war das auch so ein bisschen Training fürs Einzel? Wie bist du da immer oder wie gehst du da grundsätzlich dran? Nee, ich denke beides ist gut fürs Training auch, fürs Einzel, denke ich mal. Returnspiel oder auch Volleyspiel hilft immer. Und es hat mir natürlich auch sehr viel Spaß gemacht, wenn ich die Chance hatte, Doppel zu spielen. Letztendlich. Wir hatten auch ein paar gute Doppel zusammen, wie ich mich erinnern kann. Ja, für mich war das Die perfekt mit letzten Jahre, wo Murek, du weil ich gespielt meine, hast. ich hab geschaut, irgendwie auf Einstand zu kommen und dann hast du retourniert. Also das war grundsätzlich, das war ähnlich wie mit dem Kohli bei mir, weißt du? War Ja, es macht natürlich enormen Spaß und wie gesagt, ich habe dann zum Glück auch einen Doppeltitel gewonnen in Dubai mit Simone Bolelli ja. nach sieben Finals und ja, deshalb, in den letzten Jahren war es ein bisschen schwieriger, Doppel zu spielen, weil mein Ranking nicht mehr so gut war, aber wenn ich die Chance habe, spiele ich immer noch sehr gerne. Sehen wir dich mal mit dem Yannick spielen, weil das war hier unten vorher eine Frage. Ist das mal angedacht, vielleicht mal mit dem Yannick doppelt zu Ja, spielen? das fragen eben viele oder möchten auch viele sehen. Und natürlich wäre das super für uns beide. Und wenn wir die Chance haben, in nächster Zeit mal zu spielen, dann werden wir sicher versuchen zu spielen. Andi, vielen, vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast. Auch wirklich nochmal vielen Dank an deine Frau. Grüß mir Frau und Tochter ganz lieb und ja, bleib's gesund. Und echt nochmal Danke danke, hat dir. total Spaß gemacht Ebenfalls. zuzuhören. Danke dir fürs Chat und wir sehen uns. Wir sehen uns. Ich wünsche dir einen schönen Abend. Alles Gute, Andi, gell? Servus. Ebenfalls. Ciao, Danke ciao. Oh, ebenfalls. Ciao, Roger, ciao. Lena, da schaut Ciao, gerade ciao. zuhören. Willst du den Roger noch grüßen? Roger guckt hier zu. Ja, Roger, ich wollte eben challengen, ob er, nachdem er der Einzige ist, der was vielleicht auch noch Schnee hat, ob er so irgendein geiles Video auf Schnee mit dem Schnee macht. Also, falls der Roger dein Video noch nicht gesehen hat, Roger, bitte schau auf die Instagram-Seite vom Andy Seppi und schreib auch einen Kommentar rein. Unglaublich, der hat da ein Salto gemacht in den Schnee. Das kannst du natürlich gerne challengen, wenn Ja. du magst. Auch, also das ist, und vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Eine große Ehre. Das absolute Highlight bisher bei Kasi Live. Und das haben wir dem Andreas Seppi zu verdanken, weil vermutlich folgt er dir, Andy. Sehr große Ehre. Sehr Sehr große große Ehre. Ehre. Andi, ich wünsche dir einen wunderschönen Abend. Gell? Alles Gute.